Liebes Publikum, an dieser Stelle bauen wir noch schnell ein kleines Vorwort ein, das uns im Moment wichtig erscheint. Das Video, das ihr gerade sehen werdet, das ist entstanden, bevor die Corona-Krise zugeschlagen hat. Es gilt auch für uns im Moment und auch für die Protagonisten von diesem Video, dass wir daheim bleiben, unsere Aktivitäten auf ein Minimum beschränken. Das Video soll euch trotzdem inspirieren, motivieren, aber nicht gerade in dem Sinn, dass ihr vielleicht jetzt gerade unbedingt losziehend im Moment, sondern wartet, bis die Corona-Krise vorbei ist, die Motivation mitnehmt, bis dahin, bleibt daheim, schaut unsere Videos und trainiert eure Muskeln. Herzlich willkommen zur Episode Nummer 4 von Action Talk bei Epic TV. Viele Bergsteiger ziehen jetzt nach Patagonien, zu den bekannten Zielen wie Cerro Torre oder Fitzroy rund um El Chalten. Auch der Stefan Segrist, er war schon 18 Mal dort auf Expedition. Letzten Herbst ist er zum 19. Mal aufgebrochen, zusammen mit Nicolas Hoyak und dem Lukas Hinterberger. Allerdings haben die drei El Chalten das mal links liegen lassen. Stattdessen sind sie nach Puerto Bertrand gereist. Das ist der Ausgangspunkt zum nördlichen patagonischen Eisschild. Aber all das werden wir euch jetzt nicht länger erzählen, sondern euch zeigen. Wir nehmen euch mit auf die 6-wöchige Expedition der drei Schweizer Into the Wild. Viel Spass! Gestartet hat die Expedition auf dem Wasser. Wer zu den Bergen vom nördlichen patagonischen Eisschild will, muss zuerst den Lago Plomo überqueren. Am anderen Ufer wartet ein 3-Tages-Marsch durch die Wildnis und außerdem die Gewissheit, dass man von hier weg ganz auf sich selber gestellt ist. Für das waren wir näher auf uns gestellt, aber nach 10 Minuten haben wir schon zuerst mal verlaufen. Von Google Earth haben wir gewusst, genau wie das Tal ungefähr aussehen kann und wo das ungefähr ist und wo wir unser Basecamp haben wollen. Und das ist von dem her eine Idee gehabt. Dann kommt man ein bisschen weiter rauf, dort wird es trockener und dort haben wir dann im letzten Waldstück einen guten Ort gefunden, so Wasser hatte, wo wir dann gefunden haben, da bauen wir jetzt unser Basislager und dort haben wir dann angefangen, Hütten zu bauen. Bevor der Stefan Bofi Bergsteiger wurde, hat er Zimmermann gelernt. Zwar hat er nie auf diesem Beruf geschafft, aber das Handwerk beherrscht er trotzdem. Und das kommt ihm jetzt dort gut. Insbesondere, weil das Wetter typisch Patagonien für die nächsten Tage viel Regen bringt. Fürs Erste ist noch Fitness im Basislager angesagt. Aber dann soll das Wetter gut werden für einen Tag. Morgen ist ein richtig guter Tag, einfach einer, so wie es ausschaut. Ein begrenztes Zeitfenster, aber trotzdem eine gute Gelegenheit, um eine erste Erkundung zu starten. Sehr schöne Tour zeigt, obwohl technisch überhaupt nicht anspruchsvoll. So. Zurück im Basislager ist das erste Mal Zeit, um sich zu erholen, neue Pläne schmieden und hoffen, dass ein günstiges Wetterfenster kommt. Die dritte Begehung vom Cerro Largo ist zwar ein schöner Erfolg, aber die drei Schweizer haben noch nicht genug. Eine technisch schwierige Route wäre das Ziel, wenn möglich eine Erstbegehung. Bitte.
Schließlich steht das Ziel fest, die Nordostwand vom 2700 Meter hohen Cerro Cache. In der unbestiegenen Wand entdecken die drei eine feine Eislinie, die spannende Mixkletterung bis zum Gipfel verspricht. Und dann haben wir eben den Cache gesehen und haben dann auch müssen später über das Satellitentelefon herausfinden, ob der überhaupt schon bestiegen ist worden oder was alles schon dem gemacht ist worden. Wir haben herausgefunden, dass er fangendlich bestiegen ist worden. Und das hat uns dann auch sehr motiviert, weil es einfach eine mega schöne logische Linie gab auf den Cachette rauf. Zwar müssen sie die geplante Linie verloren wegen Eisschlag und den Fels ausweichen, aber trotzdem kommen sie bei Schwierigkeiten von bis zu M7 plus zügig voran. Jawohl. Yeah! Es hat recht unscheinbar ausgesehen am Anfang. Mit dem Gefühl, ja, da kannst du einfach aufspreizen irgendwie. Aber das war dann viel ekliger, als es ausgesehen hat.